Am Karfreitagnachmittag versammelten sich um 15 Uhr am Leniner Platz auf dem Kurfürstendamm vorwiegend jugendliche Demonstranten. Der SDS hatte zu diesem Demonstrationsmarsch aufgerufen. Fahnen und Spruchbänder sowie Transparente mit der Aufschrift Antifaschistische Einheitsfront wurden mitgeführt. Über 2000 Personen nahmen an diesem Demonstrationszug teil, der in geschlossener Formation Richtung Gedächtniskirche den Kurfürstendamm entlangzog. In der Höhe der Leibnizstraße trafen die Demonstranten auf einen Polizeiriegel, der ihnen den weiteren Weg versperrte. Denn die Demonstranten hielten sich nicht an die ursprünglich genehmigte Marschroute der vorgesehenen Demonstration nach Dahlem. Sie folgten nicht dem Aufruf der Polizei, sich aufzulösen. Sie bildeten einen geschlossenen Formationskeil und überrannten die Polizeikette. Es kam zu tätlichen Auseinandersetzungen. Mehrere Personen wurden verletzt. Diese Straßenschlacht dauerte über eine Stunde. Während dieser Zeit war der Verkehr in beiden Richtungen auf dem Kurfürstendamm lahmgelegt. Erst nach dem verstärkten Einsatz von Wasserwerfern, einer von ihnen wurde von den aufgebrachten Demonstranten regelrecht gestürmt, gelang es der Polizei, die Demonstranten vom Kurfürstendamm abzudrängen. Der Zug, hier der Kommunarde Fritz Teufel, formierte sich schnell neu. Mit dem Schlachtruf Rudi Dutschke stürmten die Demonstranten über die Martin-Luther-Straße zum Rathaus Schöneberg. Kurz vor 17 Uhr traf hier der Demonstrationszug ein. Es kam zu erneuten schweren Schlägereien zwischen Demonstranten und Polizisten. Als Demonstranten versuchten, Sperrgitter auseinanderzureißen, kam es zur Knüppelschlacht. Auch hier gab es zahlreiche Verletzte. Doch selbst der massierte Einsatz von Wasserwerfern vermochte nicht zu erreichen, dass die Demonstranten den Rathausvorplatz räumten. In Sprechchören forderten sie den regierenden Bürgermeister ans Mikrofon. Erst nach 18 Uhr, unter dem Einsatz von 7 Wasserwerfern, wurde die Polizei Herr der Lage. Aber trotz aller Abkühlungen war die Angriffslust der meist jugendlichen Demonstranten ungebrochen. Sie zogen zum RIAS-Gebäude, warfen dort Fensterscheiben ein und forderten eine Stunde Sendezeit täglich.